Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute möchte ich euch nochmal erklären, wie das hier so funktioniert mit dieser Geradengleichung. Y ist mx plus t, die müsst ihr euch einfach ins Hirn reinbrennen. Denn was steht da drin in diesem y gleich mx plus t? Wir haben einmal eine Steigung, da wisst ihr auch noch, das geht dann y oben nach oben und unten und x nach rechts oder nach links, aufpassen beim Minus, da einfach nochmal das anschauen. Dann steckt ein t drin, der y-Achsenabschnitt. Das ist das hier, was man, wo man sieht, dass die Gerade die y-Achse schneidet. Und dann stecken x und y's drin. Und hinter diesen x und y's sind einfach nur Punkte. Das heißt, alle Punkte, wo diese Funktion erfüllt sind. Ich habe jetzt mal hier drei rausgenommen. Zwei heißen die Punkte p und q. 3 und 1, die liegen drauf. Und der Punkt 6 minus 1, der liegt auch mit drauf. Liegt noch ein dritter mit drauf, nämlich der Punkt 0, 3. Der steht aber hier nicht dabei, aber den könnte ich eigentlich direkt ablesen. Denn da, wo die Graph oder der Graph oder die Funktion die y-Achse schneidet, da ist ja der Achsenabschnitt. Dort muss also der x-Wert gleich 0 sein. Wir können also sagen, der Punkt 0, 3 ist auch ein Punkt. Und das müsst ihr euch jetzt einfach vergegenwärtigen. In dieser Formel da oben steckt all das drin. Alle Punkte mit x und y, für die diese Gleichung erfüllt ist. Die Steigung steckt mit drin und der Achsenabschnitt steckt mit drin. Und so wird das Ganze gezeichnet. Was man da jetzt für Berechnungen mit anstellen kann, das will ich euch jetzt zeigen. Zum Beispiel könnte es sein, dass nur zwei Sachen davon gegeben sind. Der Achsenabschnitt t und ein Punkt. Ich habe jetzt bloß die zwei rausgenommen. Also stellen wir uns vor, die Steigung und der Punkt Q sind nicht gegeben und wir sollen jetzt durch diese beiden auf die Geradengleichung kommen. Das heißt, wir packen jetzt in die Formel das rein, was wir haben. Wir haben einen t-Wert, den kann man da hinten einsetzen und wir haben einen x- und einen y-Wert, die können wir hier und hier einsetzen. Das heißt, es fängt an mit 1 ist gleich, weil das der y-Wert ist, der wird an die Stelle vom y geschrieben, ist gleich, Steigung m ist unbekannt, mal den x-Wert 3 plus 3. Wenn wir die Formel aufgestellt haben, sehen wir doch gleich, dass wir es nach m auflösen können. Wir bringen die 3 rüber, dann steht hier minus 2 und teilen dann durch 3 und dann kommt m gleich minus 2 Drittel raus. Ist klar, muss ja auch rauskommen, das ist das, was wir von Anfang an schon gewusst haben. Aber wenn eben bloß die zwei Sachen gegeben sind, kann man die Steigung hiermit sofort berechnen. Und jetzt können wir die Geradengleichung angeben. Y ist minus 2 Drittel x plus 3. Also, aus den beiden können wir eine Geradengleichung formen. Wir können aber genauso aus den beiden Angaben zum Beispiel eine Geradengleichung formen, also wenn Steigung und ein Punkt gegeben ist. Wir setzen es einfach wieder an der richtigen Stelle ein. Dieses Mal halt nicht an der Stelle, wo das t steht, wird eingesetzt, sondern da wird das t gelassen, sondern da, wo das m stand, da wird eingesetzt. Und diesmal wird der andere Punkt einfach auch hier an der richtigen y- und x-Stelle eingesetzt. Wenn wir das jetzt hier auflösen, dann kommt hier minus 12 Drittel raus. Und minus 12 Drittel ist das gleiche wie minus 4, wenn man es kürzt. Bringen die minus 4 rüber und dann haben wir hier noch plus 3 stehen. Und Überraschung, t gleich 3 kann so berechnet werden. Ich habe jetzt die Äquivalenzumformungen dazwischen rauslassen. Das hätte sonst hier zu weit geführt und ich hätte es nicht auf eine Folie gebracht. Das wäre also eine Möglichkeit. Auch hier hätten wir jetzt aus den beiden Angaben wieder die Geradengleichung schreiben können. Y ist gleich minus 2 Drittel x plus 3. Eine dritte Möglichkeit gibt es, dass nur die zwei Punkte gegeben sind, p und q. Aber da haben wir ja schon gelernt, dass wir die Steigung aus zwei Punkten berechnen können. Nämlich mit yb minus ya, also das hier, geteilt durch xb minus xa, 6 minus 3, ergibt in dem Fall auch überraschenderweise, oder nicht mehr überraschenderweise, minus 2 Drittel. Problem ist jetzt hier, wir haben aber erst die Steigung berechnet. Wir müssen das Ganze jetzt noch weiterführen zu einem Achsenabschnitt t. Aber jetzt ist es eigentlich wie hier oben. Wir nehmen einfach irgendeinen Punkt von denen 2 und setzen das wieder in eine Geradengleichung ein. Ich habe das jetzt hier den Punkt q genommen, ich hätte aber auch den Punkt p nehmen können, denn da muss das Gleiche rauskommen. Beide Punkte liegen ja auf der Geraden. Also wieder an der y-Stelle minus 1 eingesetzt, an der x-Stelle 6 und das, was wir gerade berechnet haben, das m minus 2 Drittel an der Stelle für m. Dann kommt hier minus 12 Drittel raus, wieder das gleiche wie hier oben eigentlich steht und wieder habe ich t gleich 3. Aus allen diesen drei Mini-Angaben konnte ich immer die Geradengleichung aufstellen, nämlich y ist gleich minus 2 Drittel x plus 3. Das heißt, wir können aus den Mini-Angaben alles rausholen. Was ihr euch merken sollt, ist das, was hier oben steht, nämlich dass x und y Punkte sind und zwar alle die Punkte, die auf der Geradengleichung liegen. Achsenabschnitt habt ihr gelernt, das ist das, wo die Gerade oder der Graph durch die y-Achse durchgeht und Steigung, da war das mit dem Steigungsdreieck. Oben der y-Wert, also wie es rauf und runter geht und unten der x-Wert, wie es nach links und nach rechts geht. Das sollte euch jetzt bei den Übungen helfen.